Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ja, wir wurden in der letzten Folge von Jagafan mal überrascht. Hatten auch Fang Lea fertig gehabt, den ersten Stab des Chaos-Stück gefunden und brauchen jetzt für die Ebenerzrüstung, also ein Teil davon, 25.000 Gold. Da hatte aber der Magier zwei Stück davon, deswegen brauchen wir 50.000. Und wir sind jetzt im Dungeon, in einem Dungeon, versuchen das Geld aufzutreiben. Und ich habe vor, jetzt zuerst hier reinzugehen, dann hier entlang, zuerst da, dann hier so unten rum, das da rein, wieder hier entlang, da rein, die beiden, dann nochmal zurück und dann hier. Deswegen gehen wir jetzt mal hier, gucken. Alles, was wir finden, nehmen wir mit. Kann man hier auch verkaufen, die Maus hat mich jetzt erschrocken. Genau, jetzt sind wir hier. So, wo sind wir jetzt? In diesem Raum. Ah, Gold. 100 Gold. Ah, hier gibt's nichts. Schade, aber hier gibt's Licht. Wie in der Kerze. So. So. Den Raum haben wir jetzt übersehen. Boah! Woher kommst du denn? Lecker, Backler, nehmen wir mit. Auch wenn das nichts bringt, können wir aber trotzdem noch für den Fall der Fälle wegschmeißen. Das ist jetzt, glaube ich, die, genau, die Tür, um weiterzukommen. Die wollen wir noch nicht betreten. Wir wollen die hier rein. Boah, was ist das denn? Potion of Healing. Nein, 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 nein. Mach richtig voll. Was ist das? Ein Troll? Oh, oh. Zwei Goldstücke. Oh. Der hat mich fast auseinandergenommen. Jetzt habe ich wieder Angst, hier weiterzugehen. Ich will hier nicht noch so einen Troll treffen. Ah, der ist... Gold. Und hier. Dagger und... Der hat nichts. Ah, okay, aber das ist schon die letzte Etappe. Dann würde ich sagen, wir gehen zuerst hier rum, dann hier rein, dann hier, so. Dann gehen wir wieder zurück, hier rein, da rein, hier, hier und hier. Ich würde sagen, wir machen aber einmal so einen kleinen Zwischenspeichern. Viel jemand ist mir hinterhergelaufen. So, welcher? Ach. Oh, der hat aber jede Menge. So, ja, das ist der erste, genau. Den wollten wir zuerst. Sind das vielleicht Potions, die wir mitnehmen können? Nein. Ah, wäre schön, wenn man die Dinger hier mitnehmen könnte. Wer weiß, vielleicht kann man die auch mitnehmen, nur ich habe die falsche Klasse dafür.
So, dann wollen wir hier noch rein. Hier sind immer ein hell. Und hier wieder dunkel. 26 Gold. Da gehe ich jetzt nicht durch. Sondern wir gehen jetzt einen anderen Weg wieder zurück. Und schauen zuerst hier rein. Oh. Muss auch mal sterben. So, noch ein Heiltrank. So, haben wir hier irgendwas noch übersehen, ne? Das heißt hier jetzt hier noch rein. Hier gibt's nichts. So, hier gibt's direkt drei Türen. Was? Wo ist der? Ach ne. Oh. Stirb doch endlich. Boah. Ich hasse Trolle. Ich hasse die Trolle jetzt mehr als die Spinnen. So. Ist vollkommen egal, welche Tür wir jetzt nehmen. Ja, einen kleinen Goldbeutel. Wo ist der? Ach. Ey, kannst du auch mal sterben? Wurde auch langsam Zeit. 5 Gold. Wow. Aber. Nein. Bin voll. Nein. Nein. Aber nochmal einen kleinen Heiltrank. Nochmal einen kleinen Heiltrank. Ja, jetzt sind wir voll. Okay, hier gibt es nichts mehr. Wir sind hier fertig. Aber immerhin haben wir alles hier geholt, was wir holen wollten. Das heißt nochmal zurück. Oh. Der kam jetzt aus dem Nichts. Der Minotaur hatte nichts. So. Genau hier müssten wir dann nach links. Und dann hier rein. Ah, wieder Gold und Platten. Nein! Ja, wir müssen nicht alles nochmal hier abrunden. So, und hier, um den Ausgang zu finden, war... Genau, einfach nur runter und dann den Gang entlang. Wir sind gut genug ausgerüstet, also. Genau. Durch diese Tür. Digga, woher kommst du noch auf einmal? Sag mal so, du bist mir lieber als der Dings hier. Der Troll. So, und dann raus. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie auch noch wieder zurückfinden. Ja, eigentlich im Grunde hier nur drumherum und dann nach Süden.
da haben wir wieder die Stadt. Wo ist das Tor? Ich fände es schön, wenn die Tore zur Stadt da haben, wo auch die Straße hinführt. Oh. Jetzt darf ich das Tor suchen, ey. Wenn es hier einfach so in die Stadt führen würde, hier ein Tor, das wäre perfekt, weil hier die Straße auch da reinführt. Aber ne, tut sie irgendwie nicht. Jo, hier ist aber der Eingang. So, wo kamen wir rein? Hier, genau. Ja, da können wir hier drumherum. Da entlang. Da müsste da vorne gleich schon der Waffenhändler sein. Ja, kommen die dran vorbei. Da ist er ja auch schon. Da ist er schon zu sehen. Mal gucken, wie viel Gold wir dafür kriegen, was wir jetzt eingesammelt haben. So. Fangraves. 30 Gold, okay, geht klar. Aber wir haben wieder 25.000 immerhin. Levergrade, 15 Gold, okay. Train Boots. Ah, schade, dass nichts irgendwie hier so ein paar Jahrhunderte alt ist, dass wir ein paar zigtausend dafür kriegen. Okay, ein paar hundert Jahre alt, aber nur 18 Gold. Den wollen wir nicht, dann müssen wir den anderen. Den hier. 45 Gold. Dann haben wir wieder Chain Gauntlets. Lever Gauntlets. Blade Helm. Ebony Buckler. Noch ein Buckler. 6 Gold. Normalen Buckler, 7 Gold. Red Shield, 16 Gold. Power Shield, 37 Gold. Stealth, genau, 3 Gold. Oh, der ist 449. Okay, manchmal auch Dolche lohnen sich. Also müssten wir doch schon alles mitnehmen. Noch ein Dagger. Probably 100 years old, that dagger. I can't give you more than one gold for it. Der will mich echt verarschen. Kid, I like you, but that wakizashi is not for you. I'll take it off your hands for 4 gold. Deal? Ich sag 10. Yeah, that would be nice, wouldn't it? But in the real world, I need a real price. Okay, sagen wir dann 8. Sieben?
6. Ja, okay, komm. Versuch war es wert. Ebony Buckner Mace, genau. Ja, okay, komm. Den brauchen wir nicht. Aber eigentlich den Ebony Buckler brauchen wir auch nicht. Den Ebony Kite Shield wäre besser. 1750 Gold. Ich habe vergessen, wie viel wir dafür ausgegeben haben. Dann machen wir mal so. Und schauen wir mal, wie viel wir haben jetzt. Fast 30.000 wieder. Okay. Wir brauchen Ebony Kite Shield. Einen größeren Schild. So. Ja, hier einfach nur wieder ein bisschen nach Osten. Also Norden und ein bisschen Osten. Und dann sind wir schon wieder bei der Magiergilde. Dann können wir eines der beiden Ebenerzdinger da uns kaufen. Und auch ausrüsten. Vorausgesetzt, der Typ hat sie noch auf. So, bei Magic Item. So. Ebony Talk oder Ebony Bracelet? The Archmage will be furious with me, but if you'd like that ebony bracelet, I'd be willing to part with it for a paltry sum of 25,000 gold. We agree then, the ebony bracelet is yours. Oder warte. Na, warte. Bitte sag mir, wir haben es noch nicht gekauft. Haben wir noch nicht gekauft. Ich würde sagen, vorher, vielleicht speichern wir einmal, ganz kurz. Auf jeden Fall ist das ein Fehlkauf gewesen. Nur für den Fall. So. Ebony Bracelet. Und jetzt Accept. Yes. Kann ja immer sein, dass man vielleicht einen Fehlkauf gemacht hat. Wieso ist hier jetzt alles minus 4? Hier ist plus 1 und jetzt minus 4. Keine Ahnung. Nein? So, warte. Ich würde sagen, wir laden nochmal den hier. Gucken wir mal, was das andere war. Haben wir noch das Geld? Ja. Was wäre denn das andere? Talk, Ebony Talk. Ebony Talk. Okay. Macht genau dasselbe. Egal, dann haben wir es jetzt halt. Dann haben wir halt einen Talk. Müssen wir nächstes Mal ein Ebony Dings hier holen. Bracelet. Hier Ebony Talk, Ebony Battle Axe. Aber ich verstehe jetzt nicht, was das Ganze mit einem Minus sein soll. Und wir haben wieder ein bisschen mehr als 4.500 Gold.
So, aber ich würde sagen, das war's dann auch dieses Mal für die heutige Aufnahmesession. Ich schaue mal, wie wir in der nächsten Folge dann auch weitermachen. So, ich vermute, wir werden sehr wahrscheinlich hier mal nach Dingens hier gehen. Ne, nicht das. Nach Himmelsrand, nach Skyrim. Und dann Labyrinthchen. Have you tried New Skyrim? I heard something strange happened thereabouts. Ja. Genau, nach Skyrim werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall versuchen hinzugehen. Und gucken, dass wir auch unsere Ebenerdausrüstung immer mehr und mehr vervollständigen. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!